meine Lieben. Hallo meine Lieben. Und ganz herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal zu einem neuen YouTube-Video. Dieses Mal kein Vlog, sondern ein Kochvideo. Genau. Und wir haben sehr lange kein Kochvideo gedreht. Wir werden heute schnelles und einfaches Rezept zubereiten. Genau. Und ich glaube, jeder von euch kennt das Rezept. Currysoße mit Reis. Ein typisches indisches Gericht. Schmeckt jeden, ist einfach und ist lecker. Ganz genau. Genau. Und natürlich, bevor das Video beginnt, lasst ein Like da, kommentiert das Video und nicht zu vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos von uns verpasst. Wir würden mal sagen, let's begin the show. Also meine Lieben, wir haben schon alles vorbereitet. Und zwar brauchen wir dafür nur Salz, Currypulver, Reis und Hühnerbrust. Das haben wir schon in Stücke geschnitten und gewaschen. Und dann noch 3 Zehen Knoblauch und eine Zwiebel. Aber Knoblauch und Zwiebel braucht ihr nicht unbedingt. Wir wollten es haben. Wir fanden es besser, also mit Zwiebel und Knoblauch. Genau. Ich werde jetzt Zwiebel mit sehr kleinen Stücken schneiden. So, ich habe jetzt die Hühnerbrust in den Topf gegeben und dazu gebe ich auch noch ein bisschen Wasser dazu. So. Und während mein Papa jetzt die Zwiebel schneidet, wird die Hühnerbrust kochen und dann ist die Currysoße. Ja. Ich gebe Salz dazu und zum Decken. Genau, ich habe jetzt das Wasser auf den Herd gegeben für den Reis. Den Reis werde ich noch vorher waschen und dann werde ich es in den Topf reingeben. So, ich habe den Reis gewaschen und jetzt gebe ich den jetzt in den Topf rein und wundert euch nicht wegen den Kinderstimmen im Hintergrund. Das ist die Tochter von meinem Onkel und die sind gerade zu uns Besuch und sie ist hier in der Küche bei uns, tut uns fleißig helfen. Wir müssen ein bisschen auf kleines Musik hören. Jetzt geben wir Öl dazu. Und jetzt braten wir es mit Zwiebeln an. Umrühren. Also meine Lieben, jetzt kommt Rahmen dazu. Und jetzt kommt Currypulver dazu. Meine Lieben, sehr viele Fragen nach, wie viel Menge ich benutze, aber ich mache das immer mit Auge. Unser Reis kocht auch schon. Am Ende, ich gebe Knoblauch dazu. Meine Lieben, Reis ist schon fertig. Am Ende gebe ich ein kleines Stück Butter hinzu und umrühren. Meine Lieben, das Essen ist schon fertig. Riecht mega gut.
und schaut auch sehr gut aus. So, ich probiere jetzt wie immer. Schmeckt? Also es schmeckt sehr, sehr lecker, genau wie in einem indischen Restaurant, und ich weiß ja, wie es schmeckt, da ich sehr viel Curry-Soße mit Reis gegessen habe und nur empfehlenswert. Und wir verabschieden uns. Genau. Tschüss, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.